Andi wie die Bitch, sie redet vom Bodyshaming in Clips. Aber vor einem Jahr 200 Kilogramm Gewicht, egal. Man macht eben alles für die Klicks. Nach dem Diss frisst du wieder Snickers, Mars und Twix, bis du fast erstickst und keinen Atem kriegst. Ich bin selber dick und finde das okay, aber sie sagt, es kommt auf die innere Schönheit an. Sagt die Schlampe mit zig Schönheits-OPen. Guter Witz, dann erklär mal, wieso die Hälfte deiner Fresse fake ist, du Fake Bitch. Shit, ich hab die Drecksau exposed, du droppst Sünde. Ich denk, mieser Wackflow, dein Charakter ist ekelhafter. Ist Drachenlords Wundpflaster, du krachbar, unfassbar. Deine Musik ist belastbar, schnappst nach Luft wie bei Asthma. Ich lach mich über dich Food kaputt, du bist das Beispiel für Promi-Schmutz. Du Z-Promi, sorry, not sorry, ich finde diese Verlackte interessant. Storytime, du wurdest durch TikTok richtig bekannt. DSDS gab's so zu, du hattest eine flinke Hand, Senioren abgezogen. Dann deine hoffnungslosen Kinderstrophen halfen dir nicht weiter. TikToks neue Versuche, neue Karriereleiter, hattest 100k und plötzlich warst du für deine Freunde nicht mehr greifbar und nicht mehr erreichbar. Ah, denn du sahst deine Ängste und Freude leider als Neider. Bist ein dreckiger Mensch, aber Hauptsache deine Kette, sie glänzt wie der Stern von deinen Bands. Ah, ich schäme mich fremd, dass man dich überhaupt kennt. Ist ne Schande wie deine Bande, du Schlampe. Dein Produzent ist bestimmt taubstumm oder saudumm, denn du fuckst nicht ab, triffst nicht mal den Takt. Bitte blind, aus Instinkt, keine Lügen, alles Fakt. Weil die Scheiße stimmt, in der Musik fehlt dir der Sinn. Verleugnest ein totes Kind, ich glaub, ich bin Spider-Man, du bist ekelhaft, so wie Rainers Fan. Ich geh weiter, Champ, du bist ne Witzfigur, American Dad Stan. Ich triff dich harmlos, du Sau, denn ich hab Angst, dass bei mir wegen dir dann die Polizei vorbeischaut. Shoutout im Kuchen TV. Cheer. Jetzt wurdest du auch mal gedisst und gescammt. Kleine Missgeburt, Alter. Und jetzt, keine Ahnung, mach irgendwas Sinnvolles. Sperr dich irgendwie im Schrank ein oder geh auf den Straßenstrich. Dann wirst du wie deine Mom in den Arsch gefickt, im Atem ist. Ob ich die Line gerade ernst mein? Hä? Ich verstehe die Frage nicht. Peace. Missgeburt, Alter. Take my